This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist heute die Diskussionsrunde im Anschluss an die Lesung vom 9. Dezember 2012. Müsste die 12. Diskussionsrunde sein, wenn ich mich nicht irre. Da wir letztes Mal nach zwei Aussendungen ja nur eine Diskussion hatten. Auch heute haben wir zwei Lesungen gemacht. Und jetzt lade ich jeden ein, der mit mir über Skype verbunden ist, an der Diskussion teilzunehmen, Fragen zu stellen, Bemerkungen zu machen über das gerade Gelesene oder sonstige Dinge, die für euch von Interesse sein können. Die Mikrofone sind auf, auch auf der Kamera hier. Herzlichen Dank fürs Zuhören der zwei Lesungen und dann wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen und Erkenntnis mit der Diskussion, die wir jetzt anfangen können, hier, wenn denn jemand gerne teilnehmen möchte. Ja, hallo, moin moin. Hier ist der Viktor. Da ist der Viktor. Na, ja. Dich habe ich ja lange nicht mehr gehört. Ich möchte mich an allererster Stelle erstmal bedanken für deine Lesung und ja, natürlich auch die Art und Weise, wie du das vorgetragen hast. Und auch im gleichen Zug auch natürlich den Übersetzer nochmal auch danken dafür, dass er dieses wunderbare Werk von Henry Gatton Guinness übersetzt, damit wir hier oder du auch für diese Lesung ja eine tolle Grundlage hast, um auch das Wort Gottes all deinen Zusehern und Zuhörern näher zu bringen. Und speziell jetzt nochmal auf den ersten Vortrag wollte ich nochmal was bemerken. Und zwar fand ich das so ein bisschen treffend, so auch wie du das oder wie das auch der Autor so beschreibt, diese Diskrepanz zwischen der Lehre der römisch-katholischen Kirche, also ihren heiligen sieben Sakramenten, die ja unabdingbar sind für die Erlösung. Und dass ohne das diese ja, Werke eben keine Errettung, ne? Das ist ja die Lehre ja, der römisch-katholischen Kirche. Ne? Genau, und da steht Bibel. Steht ja absolut im Gegensatz zur Bibel. Und ja, das wie gesagt, das kam so ein bisschen auch so, da nennt man so wie Nepper, Stepper, Bauernfänger. Also ohne unsere Lehre, Theologie, ne, gibt es keine Erlösung für euch.
Und das, was mir noch aufgefallen ist, ja auch, dass in der Bibel der Apostel der Heiden, das ist ja, glaube ich, der Paulus, wenn das ich mich richtig... Paulus. Ja, das ist richtig. Der hat ja auch gesagt, oder der hat ja auch den Heiden letztendlich ja doch relativ auch klar deutlich gemacht, beziehungsweise wenn wir auch davon ausgehen, dass ja auch Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist und sein Blut vergossen hat, auch für die Heidenvölker, ist es natürlich auch irgendwo ja logisch, dass das jetzt ja keine Wissenschaft ist, zwischen Anführungszeichen. Also dass es jetzt für auch die Heidenvölker letzten Endes zur Erlösungsfrage letztendlich nur der Glaube zählt und nicht irgendwelche Sakramente oder irgendwelche Werke, die vollrichtet werden müssen. Das war nochmal so ein... Das ist ganz richtig. Das ist ein wunderbarer Punkt, den du machst. Ja. Der Punkt, den du hier machst, Victor, ist der Grund, weshalb ich das Buch An Understandable History of the Bible von Samuel C. Gibb nicht weitergelesen habe. Ist dir das eigentlich bewusst? Ich weiß nicht, ob du das jemals verfolgt hast. Ich habe in meiner Abspielliste in englischen Videos Hour of the Truth, habe ich angefangen, ein Buch zu lesen von Samuel C. Gibb, der geschrieben hat das Buch An Understandable History of the Bible, also eine verständliche Geschichte der Bibel. Und ich habe da, ich glaube, 9 Lesungen gemacht und dann habe ich da nicht weiter mitgemacht. Weil ich den Samuel C. Gibb habe sagen hören in einem Video, er hat nie auf einen Messias gewartet. Er ist nämlich kein Jude. Ihm wurde nie eine Erlösung versprochen. Und da habe ich mir gedacht, einer, der so ein schlechtes Bibelverständnis hat, dem sein Buch möchte ich nicht weiterlesen. Und habe ich dann auch nicht weitergelesen. Schlussendlich ist es ja so, wenn wir uns an die Erlösungsgeschichte der Bibel erinnern, dann wird zum allerersten Mal in Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, von dem Erlösungsplan unseres Gottes gesprochen. Ich mache das mal eben hier auf. Kapitel 3, erstes Buch Mose, Vers 15. Es steht geschrieben, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also mit anderen Worten, Gott wird dafür sorgen, dass es zwei Linien gibt. Die Linie der Gerechtigkeit und die Linie der Ungerechtigkeit, nenne ich sie mal. Oder das Zeichen des Herrn und das Zeichen des Kain. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Und diese Erlösung wird hier bereits besprochen. Da gibt es in dem Augenblick nur zwei Menschen auf der Erde. Da gibt es noch keine Juden. Da gibt es noch keine Israeliten. Das heißt, wenn Gott hier sagt, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, er wird dafür sorgen, dass es eine Erlösung gibt für den Menschen. Dann ist das die ganze Menschheit. Das schließt die Heiden mit ein. Natürlich, ganz richtig, wie du gesagt hast, Viktor. Jesus Christus ist nicht nur für die Juden gestorben. Er ist nicht nur für die Israeliten gestorben. Er ist für jeden gestorben, auch jeden Heiden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er ist für die ganze Menschheit gestorben. Jesus Christus ist durch seinen Opfergang zum Kreuz Sünde geworden für die Sünden der ganzen Welt. Nicht nur die Sünden der Heiligen, sage ich jetzt mal, weil wir alle sündigen, wenn wir auf dieser Welt sind, wissentlich oder unwissentlich. Lest mal Hebräer Kapitel 10, Vers 26. Ganz, ganz wichtig zu dem Verständnis. Alle Menschen sündigen. Alle Menschen sind geboren in Sünde und Übertretung. Und für all deren Sünden ist Jesus Christus gestorben. Für die Heiden wie für die Israeliten und die Juden. Und der Samuel C. Gibb hat da ein ganz anderes Verständnis von. Da habe ich sofort das Buch weggelegt und gesagt, lese ich nicht weiter. Da kann er noch so viele richtige Dinge über die König-James-Bibel sagen. Da kann er noch so viele Dinge wunderbar erklären in seinem Buch. Es interessiert mich nicht mehr. Einer, der solche Falschlehren vertritt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Da habe ich dann damals die Lesung aufgegeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angerollt hast. Danke dafür, Victor. Ja, bitte, gar kein Problem. Das ist mir nur auf jeden Fall so dann auch nochmal klar geworden.
Und es gibt ja auch in den, wenn man sich später auch ein bisschen tiefer mit der Bibel beschäftigt, ja auch in den Evangelien von, ich weiß, Lukas, Markus, Matthäus. Ich kann ja mal aus Lukas, da ist es zum Beispiel im Lukas Kapitel 10 und dann ab Vers 25. Geht um das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich kann das ja mal eben kurz vorlesen. Ja, Lukas 10, 25, ja? Mhm. Okay. Und siehe, und ein siehe, Gesetzesgelehrter, ja. Genau, und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Ja, ich denke, das zeigt nochmal ganz gut auch den Kontrast auf, dass da auch nichts von heiligen sieben Sakramenten zur Erfüllung des ewigen Lebens notwendig sind. Nee, richtig. Und ja, eben so, das war nochmal so der Punkt, Schnepper, Schlepper, Bauernfänger, römisch-katholische Kirche. Und wie schön und gut, dass das jetzt auch hoffentlich in dieser Lesung auch nochmal deutlich geworden ist. Ja, und an der Stelle... Wir können das zu der Erlösung, ja, zu der Erlösung können wir auch nochmal eben auf Römer gehen. Der Satz, der damals Martin Luther ja befreit hat aus der Irre der römisch-katholischen Kirche. Römer Kapitel 1, Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich muss nur glauben, dann lebe ich. An einer späteren Stelle, oder an einer früheren Stelle, in einem der vier Evangelien, steht drin, außer du hast dich bekehrt und bist wiedergeboren durch die Taufe, wirst du sterben, so in der Richtung. Und in einem späteren Vers wird nur noch auf den Glauben hingepocht. Selbst die Taufe ist nicht zwingend notwendig, um wiedergeboren zu sein. Es gibt Leute, die sind wiedergeboren im Geiste und haben nie die Möglichkeit, wiedergeboren zu werden durch Wasser, also durch die Taufe. Und außerdem ist das nur ein Werk. Selbst in der Bibel beschrieben, es ist nur ein Werk. Das Werk errettet uns aber nicht. Das Werk ist nur ein äußeres Zeichen, das wir geben für die innere Bekehrung. Genau wie im Alten Testament mit der Beschneidung. Damals hatten wir ja die Beschneidung des männlichen Geschlechtsorgans als äußeres Zeichen der Errettung, sage ich jetzt mal, zwischen Anführungszeichen. Obwohl nicht jeder errettet war, der beschnitten war. Und heute haben wir die Beschneidung des Herzens, die innere Beschneidung. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir verstehen, nur der Gott kann in das Herz eines Menschen sehen. Nur er weiß, ob wir im Herz beschnitten sind oder nicht. Aber ein guter Punkt, den du angebracht hast. Ja, ja, ich denke, es ist auch ja klar, dem Zeitpunkt, an dem Jesus Christus für alle Menschen ans Kreuz gegangen ist, wie du richtig gesagt hast, ist ja auch der Zeitpunkt, wo Gott ja aus dem Tempel hinausgezogen ist und in die Menschen sozusagen hinein. Ne? Richtig. Gott verweilt nicht mehr in Tempeln, die aus Menschenhand und Steinen gebaut ist, sondern die menschlichen Körper sind der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel Gottes und wir sind lebendige Steine des Tempels des Herrn. Ja, vielen Dank für die Diskussion mit dir. Ja, und ich muss jetzt doch ein bisschen an den Kochlöffel schwingen, wird aber gespannt zuhören, was die anderen Diskussionsteilnehmer noch von sich geben. Bedanke mich und wünsche noch eine schöne Runde. Bis dann. Dank dir, Viktor. Ja. Wen kann ich denn noch zu unserer Lesung hier heute begrüßen oder zu unserer Diskussion heute begrüßen? Traut sich wohl keiner mehr. Noch nicht immer. Die meisten. Dann mache ich das mal. Also ich sehe das, wenn ich mal kurz darf, also ich sehe das wirklich so, dass die liebe katholische Kirche da anscheinend Exklusivrechte hat mit Unterschriften, von denen wir keine Kenntnis haben. Also so kommt es vor.
wenn du das vorliest. So ist es. Unglaublich. So ist es auch. Das ist wie mit Luzifer. Sie erhebt sich aus sich selbst zu Gott. Sie hat keine Autorität, außer die Autorität des Satan. Das ist ja auch sehr wunderbar geschrieben in Offenbarung Kapitel 13. Ja. Ja. Denn der Drache gab ihm Sitz und Autorität und Macht. So wie es da drin steht. Er hebt sich von sich selber, ohne dass Gott ihn dazu ernennt. Ja. Guter Punkt. Ja. Also für mich ist das schon fatal, dass da noch kein Mensch mal nachgefragt hat. Ne, mal auf gut blöd. Ne, wie schaut's denn aus? Wo habt ihr denn eure Schrift? Ne, der Gott hat ja auch die 10 Gebote selbst geschrieben mit dem Finger. Da müsst ihr doch euch da so eine kleine Lizenz, ne, so ein Exklusivrecht doch mal mitgeteilt haben in all den Jahrhunderten. Ne, außer, dass dann irgendeine Vorhölle abgeschafft wird und dass die Leute früher dafür auch noch bezahlt haben. Ne? Ja, teuer bezahlt haben. Ja, das ist fast eine Unverschämtheit. Wollte da noch irgendjemand was sagen? Nö. Könnt ihr mich überhaupt hören? Ja. Ja? Okay. Na, dann ist ja wunderbar. Dann hat heute keiner Lust, an dieser Diskussion teilzunehmen. Dann werde ich hiermit das Video mal abschließen. Dann muss ich ehrlich sagen, dann habe ich andere Dinge zu tun. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Lesung Romanismus und die Reformation oder vielleicht auch bis zu einer nächsten Diskussion, die vielleicht dann ein wenig lebendiger sein wird als so 14 Minuten schleppend mit nur zwei Personen, die da was sagen wollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.